Moinsen, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Soma. Der randaliert gerade da draußen irgendwie. Voll am Randalieren, der Typ. Hör, wie er schreit. Schrei doch. Schrei du mal. Komm mal zu mir. Ja, genau, komm mal her. Wie er guckt. Ah, hier ist aber die Tür zu. Ja, da geht's wohl nicht rein. Da geht's wohl nicht rein. Armes Bubu. Armes Bibi. Yeah. Aber ich komme auch nicht raus. Das ist das Problem. Der läuft ja immer die ganze Zeit vor der Haustür rum und irgendwie, ich kann ja nicht einfach so, ne? Geht ja nicht. Kann ich ja nicht. Einfach so. Nein, der war da drin in dem Raum, ne? Der war da gerade drin. Scheiße, ich hab's falsch gemacht. Jetzt hätte ich die Türen verriegeln müssen. Lol, wie er kickt die Sachen einfach mal durch die Gegend. Alter, wie sehen die aus? Okay, also jetzt kann mir keiner mehr erzählen, man würde den nicht gesehen haben oder hätte den nicht gesehen. Ich meine, eine bessere Sicht gibt's ja eigentlich schon gar nicht mehr auf den Hansel. Oh, ich glaube, ich habe einen zweiten gehört. Geh mal nach links rein, bitte. Nicht nach rechts. Verdammt. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich den Raum aufgemacht habe. Ich glaube, jetzt laufen da zwei rum. Ja. Definitiv laufen da zwei rum. Das kann nicht sein, dass der ist ja da lang gegangen gerade. Der ist ja genau da lang gegangen, wo der jetzt auch lang geht. Also da hinten rein. Das heißt, das kann ja nicht sein, dass der so schnell wieder da hinten ankommt. Da ist ja die Tür verriegelt, die eine. Die ist ja immer zu. Der kann ja da unmöglich so durchgerannt sein. Das geht ja nicht. Ach man. Wieso? Warum? Und überhaupt? Mist. Mist! Mach ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich frage euch, was ich jetzt mache. Wisst ihr was? Huch, ich entriegel jetzt einfach mal diese Tür. Oder wissen die schon, dass ich hier drin hocke und warten nur, dass ich rauskomme? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht haben die mich schon längst hier sitzen sehen. Also wenn sie nicht absolut blind sind. Wenn sie noch Augen im Kopf haben, die Viecher, ja? Aber wahrscheinlich nicht, weil der eine hat sich ja, glaube ich, irgendwie die Augen wahrscheinlich raus entfernt oder so. Habe ich schon... Im Schnitt habe ich mir das ja alles nochmal durchgelesen und angeguckt. Und da habe ich das so interpretiert, den einen Text von diesem Akers, dass der sich die Augen entfernt hat. Irgendwie die glasigen Dinger in meinem Kopf oder so hat er sich rausgeholt. Und das können ja nur die Augen sein. Insofern, geile Scheiße. Dann hat er wahrscheinlich keine Augen mehr im Kopf. Dann kann er mich vielleicht gar nicht mehr sehen. Und wenn man nach der Logik geht, ist er vielleicht einfach, ja, habe ich vielleicht einfach Schwein. Mann, ey, du Pfosten, lauf doch mal woanders lang, echt jetzt. Wie soll man das denn machen? Mal ehrlich jetzt hier. Wie? Der läuft hier rum, die ganze Zeit, in diesem Dreieck. Wie soll ich das denn machen? Und dann kommt er wieder. Auf demselben Weg.
Da, wo ich hin muss. Der läuft da lang, wo ich hin muss. Das ist doof. Warte mal. Irgendwo gibt es da einen Kniff. Irgendwas habe ich nicht gesehen. Ich meine, man könnte natürlich auch einfach mal hier durchgehen, aber ich finde das eigentlich gerade gut, dass dieser Verbindungsweg zu ist. Dann kann nämlich zumindest von der Seite eigentlich keiner kommen, aber dann verstehe ich nicht, warum von der Seite immer welche gekommen sind bis jetzt. Mach einfach mal hier die Räume wieder auf. Ich glaube, der weiß, dass ich hier drin bin. Ohne Witz. Ich glaube, der weiß, dass ich hier drin hocke. Mann, es hat ja alles keinen Sinn. Es hat ja alles keinen Sinn. Ich muss mich jetzt hier mal durchringen, dass ich hier irgendwie rauskomme. So langsam, aber sicher. Weil es ist ja auch keine Lösung, hier ewig festzusitzen. Ich glaube, ich höre zwei von denen da draußen rumlaufen. Ohne Witz, das sind zwei. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich den einen rausgelassen habe wahrscheinlich. Den ich schon mal eingesperrt habe, den habe ich rausgelassen. Das war der Fehler. Scheiße. Ja, man hört zwei, definitiv. Man hört zwei. Man hört einen, der nah dran ist und einen, der weit weg ist. Ich meine, was will er machen? Ich bin ja hier drin. Jetzt kommt er wieder angewatschelt, ne? Gleich. Ja. Ich bleibe jetzt einfach mal hier hocken am Fenster. Was will er machen? Das sieht nicht gerade sehr ästhetisch aus, wenn ich das mal sagen darf. Aber er sieht mich auch irgendwie nicht, oder? Er rastet nicht aus oder so. Wie er zuckt. Aber ist doch auch mal schön, dass wir die mal ein bisschen aus der Nähe betrachten. Ich glaube, das Schlimme an den Viechern ist auch vor allem immer dann, wenn man sie nur im Dunkeln auf sich zukommen sieht, wenn man nur die Silhouette sieht. Das ist nämlich das Schlimme hier, wenn man die so sieht. Aber wenn man die von nahen sieht, ist das, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm. Wenn man weiß, wie die aussehen, dass die eigentlich total albern aussehen. Wartet mal. Der geht auch irgendwie nicht besonders weit, oder? Moment mal. Wie ist denn das, wenn ich da jetzt aufmache, die Tür? Jetzt kommt er wieder. Aber von der anderen Seite. Wo kommt er denn da immer her? Da ist doch zu alles. Da ist doch alles verriegelt. Wo kommt er da her, frage ich mich. Der kam doch da gerade da, von da hinten. Und jetzt versucht er doch da reinzugehen in den Raum. Wartet mal. Mach diesen Raum nochmal auf jetzt. Ich warte jetzt mal. Ich weiß, jetzt werden einige wahrscheinlich wieder... die werden wahrscheinlich wieder den Bildschirm erwürgen oder die werden mich durch ihren Bildschirm hindurch erwürgen. Ich möchte das jetzt aber mal probieren, ob der da dann reinläuft, weil man hört ja, wenn die Türen aufmachen, das haben wir ja schon festgestellt. Man hört ja, wenn der die Tür aufmacht. Vielleicht geht er ja dann da rein in diesen Verbindungsraum und wenn ich das mitbekomme, dass er in diesen Verbindungsraum reingeht, kann ich vielleicht die Tür hinter ihm verriegeln. Und dann hätte ich schon mal ein Problem weniger. Wo kam der jetzt her? Der kam doch aus dem Nichts gerade. Da war doch keine Tür und nichts. Moment. Jetzt schlurft er da so rum. Ja. Ich glaube, das war gut. Ja. Ich glaube, der ist jetzt nebenan eingesperrt. Gut. Einer an der Büchse und ein anderer läuft noch rum. Mit Sicherheit läuft da noch einer rum. Aber die nervigsten habe ich schon mal ausgeschaltet, glaube ich.
Die Frage ist jetzt, was ist mit dem anderen? Ja, der kommt hier nicht rein. Also der kommt da nicht mehr raus. Den habe ich auf jeden Fall eingesperrt. Gut. Soweit waren wir ja schon mal, wie wir uns erinnern. Aber es ist gut, wenn man so das Gefühl bekommt, dass man die so ein bisschen unter Kontrolle hat. Ja, das macht es ein bisschen erträglicher, wenn ich das mal sagen darf. Die große Frage ist jetzt, gelingt es mir vielleicht, diesen anderen Hansel auch so einzusperren? Oder habe ich ihn vielleicht zufällig schon so eingesperrt? Da gibt es wirklich nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Und zwar, indem ich Krach mache und warte, bis er hierher kommt. Oder? Ja, ich mache das jetzt mal. Ich mache mal Krach. So, jetzt haben hoffentlich alle Monster gehört. Also man hört im Nebenraum definitiv nur die Schritte von dem, den ich definitiv eingesperrt habe. Den anderen hört man da gar nicht. Der andere ist vielleicht auch einfach zu weit weg. Der kommt vielleicht auch gar nicht bis hierher. Der hat vielleicht seine Route ganz woanders. Das kann natürlich sein. Oder der verarscht mich. Mann, oh Mann. Das ist ganz schön anstrengend. Das ist jetzt gerade ganz schön anstrengend, ihr merkt es vielleicht. Aber ich gehe jetzt mal, ich probiere das jetzt mal. Ich gehe jetzt mal zum Fahrstuhl. Ich gehe jetzt einfach mal ganz straight zu diesem Fahrstuhl und ich schließe meine Tür auf. So. Wie? Habe ich da was gesehen? Da hinten? Nee, da ist nichts. Okay. Wie machen? Habe ich den? Wehe, du Sack, wenn du dich da nur verbuggt hast in der Tür und dann da um die Ecke geschossen kommst, dann dreh ich am Rad. Wirklich. Wirklich, wirklich. Aber das sieht safe aus eigentlich so. Komm. Der ist da drin. Ja, der ist da drin, alles klar. Wo war jetzt der Aufzug? Da vorne links, ne? Nicht auf das Glas treten. Da ist nochmal so ein Erinnerungsding. Stürmer! Got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe by now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pull the connector chip from the lock. Fine. Because that means you're stuck as well. Only way to keep it. Uh-oh. Ups. Kommt der hier? Nein! Geh weg. Geh weg. Geh, dreh dich um. Oh, Alter! Alter, Alter! Gut, dass ich mich hier noch in die Ecke verzogen habe. Ich habe das doch schon gemerkt, dass das irgendwie nicht gut läuft. Ah ja. Was? Ah. Hallo. Ach so. Uah. Boah.
Alter, das war... Das war... Das war so knapp. So knapp war das. Oh Mann. Shit. Warum glaube ich nur, dass dieser Aufzug abstürzen wird? Weil es immer so ist. Weil es immer so ist. Wenn eine Sache auf diesen ganzen Basen, Stationen, Zukunftsdinger nicht funktioniert, dann sind es Aufzüge. Die funktionieren nämlich nie. Und du? Ach. Okay. Ha! Um Gottes Willen. Habe ich jetzt geklickt und bin raus. Okay. Scheiße, ich habe es jetzt gerade nicht verstanden. Es sah eben aus, als wenn ich rausgerutscht wäre und noch gerade so rechtzeitig geklickt hätte. Steh auf. Komm. Nicht lange rumtun. Haben doch keine Zeit. Ah ja. Oh nee. Boah, guckt euch mal die Sicht an, ey. Das muss doch nicht sein. Boah. Der Alan hat sich ja auch schon drüber aufgeregt, dass die Sicht teilweise so verschwommen ist, aber das soll halt darstellen, dass der Charakter verletzt ist. So wie ich das mitbekommen habe. Irgendwie, das ist halt diese chromatische Verzerrung, chromatische Aberration. Und das zeigt halt an, dass der Charakter verwundet ist oder halt irgendwie einen an der Klatsche hat. Da geht's nicht rein. Da auch nicht. Da hinten. Oh, da ist auch zu. Hm. Ist hier vielleicht irgendwo so ein Fistelding? Dieser organische Mist hier überall. Irgendwie hat's jetzt echt sehr viel von Alien, muss ich sagen. Sehr viel von Alien Isolation. Na gut, dann gehen wir mal frisch voran, ne? Würde ich sagen. Oh Mann, oh Mann. Ja, alles klar. Oh. Was? Scheiße. Ha! Nein! Nein! Renn! Ha! Ah! Nein! Wie denn? Was soll ich denn da jetzt machen? Was hätte ich da denn jetzt machen sollen? Wie? War ich zu langsam? Ich bin noch nicht gekrochen, ich bin sogar gelaufen. Ich bin auch gerannt, gesprintet. Okay, ich würde sagen, die Folge ist an der Stelle zu Ende. Schauen wir mal. Ist die Folge zu Ende? Nee. Warte mal, die ist gar nicht zu Ende. Moment. Es wäre jetzt zu gut gewesen, das Schwarzbild gleich zu nutzen. It's okay. What? It's over now. Relax. Ashley? What are you doing here? Hanging out, like couples do. We're not... You don't want me? Yes, of course. But what happened? We fell in love. Hmm. Oh. Okay, Moment, Moment, Moment. Was ist das denn? Ich häng in dem Scheiß fest hier. Oh nein, wie dieser Taucher. Und wie die anderen Leute. Okay. Sehr unschön, wenn ich das mal sagen darf. Okay, das ist also doch wie bei Alien. Die fangen einen und spinnen einen dann in ihre Kokons ein. Oh, ganz klasse, ey. Das hat mir gerade noch gefehlt, wenn ich das mal sagen darf. Nee, dann war die Folge doch nicht zu Ende. Okay, nee, die geht anscheinend noch ein Weilchen jetzt. Moment. Kann ich jetzt eigentlich hier rein? Moment, ich will mal, ja, stimmt, hier ist offen, guckt mal. Bitte lass mich damit fahren. Oh nein.
Oh nein. Warte mal. Die Frau hat eine ID. Ich will wissen, wer das ist. Ich will wissen, wer das ist. I miss you, Carl. Hat die gerade I miss you, Carl gesagt? Ich weiß es doch auch nicht. Auf jeden Fall hat das gerade gespeichert. Gerade, vorhin, eben. Oh, die Tür auf. Unschön. Die hängen ja alle in dieser organischen Masse drin. Die mutieren alle. Aber dann kann das doch noch gar nicht so lange her sein, was hier passiert ist. Mit dem Akers, der dann die alle eingesponnen hat und so. Also ich gehe mal davon aus, dass das Akers war. Okay. Ergötzen wir uns mal nicht an dem Leiden anderer, würde ich sagen. Und gehen einfach weiter. Und tun so, als hätten wir nichts gesehen. Warum ist das hier dunkel? Das gefällt mir nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wieder so ein typisches Ding von wegen, mach die Tür auf und dahinter sind Monster. Ich habe Angst, ich will die Tür nicht aufmachen. Ich würde sagen, an der Stelle ist die Folge zu Ende. Das ist doch eine gute Idee. Bis zur nächsten Folge, Soma. Bis dann, ciao, ciao.